Hi, Aiden. Ich bin Talia. Du bist also der Pilger, von dem mir Albert erzählt hat und der uns dabei hilft, die Bibliothek der Menschheit wieder aufzubauen? Und wer bist du wirklich? Albert ist ein wunderbarer Mann. Ich hoffe nur, dass andere seine Arbeit würdigen werden. Wir sind nicht mitten in der Renaissance, weißt du? Nur wenige Menschen lesen. Wie ist das mit dir? Was soll mit mir sein? Liest du? Klar. Wenn ich dazu komme, nicht oft. Dann sag mir mal, was du denkst. Die Bibel oder Hans Christian Andersens Märchen? Was ist deiner Meinung nach ein besseres Handbuch über das menschliche Verhalten? Die Bibel, denke ich. Ist das nicht das Wort Gottes? Muss man dann nicht auch an Gott glauben, damit es wahr ist? Und dazu noch an eine ganz bestimmte Version von Gott? Ich muss jetzt mit Albert reden. Vielleicht reden wir später weiter. Apropos, hier sind die Fundorte weiterer Bücher. Buchclub. Was stand da? Jetzt, wo er tot ist, werden sich viele Dinge ändern. Hoffentlich. Du stehst auf der Seite des Gegners, Pilger. Ach, halt doch die Klappe! Die Seite des Gegners, aber... Die steht auf meiner Seite. Kein Problem. Wir laufen da lang. Du bist mir vielleicht ein Cowboy. Schnappst einen unbewaffneten Mann. Beruhige dich. Glaubst du, sie befördern dich, weil du mich geschnappt hast? Na, ehrlich, ey. Schlag auf! Boah, war das Move, ey. Das ist aus Versehen. Hier kommen die... Nein, glaube ich nicht. Zack und zack und zack. Oh.
Schon viele hier drin, ne? Ist der zweite wo? Der denn auch? Meter, ey. Guter Gott, wir geben Thomas zurück in deine Hände. Möge sein von Infektionen ermatteter Körper in seiner Rückkehr zur Erde Frieden finden und seine Seele nie wieder eine solche Erniedrigung. Wo ist das Apartment? Einfach geht das. Ein Buch. Und das zweite Buch. Tot, ey. Guck dir da.
Großvater arbeitete als Bergmann in den Steinbrüchen südlich der Altstadt. Mein Gott, haben die Power, ey. Gleich. Lauf! Wie lange kannst du auf die Dinge warten? Ich sag, das ist mein Leben. Hast du den Quartiermeister irgendwo gesehen? Nein. Ja, Sir. Sie gefunden. Meine Recherche hat genau ins Schwarze getroffen. Das hier sind die gesammelten Werke von William Shakespeare. Seine Geschichten gehören zu den am häufigsten nacherzählten und bearbeiteten überhaupt. So universell waren seine Themen. Am bekanntesten wurden seine Tragödien. Werden wir Menschen von der Tragödie angezogen? Darüber sollten wir nachdenken. Die arabischen Nächte, besser bekannt als Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Eine epochale Sammlung von Geschichten, Märchen und Liedern, die einen Kontinent und mehrere Jahrhunderte überspannt. Ein Schmelztiegel der Literatur. Manchmal fantastisch, oft blutig. Dem Leben in unserer eigenen Stadt nicht unähnlich. Und weitere monumentale Leistungen, die wir vor dem Untergang bewahrt haben. Ha! Bleiben wir dran. Ich glaube, Talia hat schon eine neue Liste zusammengestellt. Okay.